für das, was gleich kommen mag. Ja, toll. Jetzt sitzen wir hier unten im Loch und kommen nicht mehr raus. Ist auch immer wieder gern gesehenes Aktionchen. Prüstchen. Stößchen. Ja, ja. So. Was sagt denn der alte Mann mit dem Mikrofon, der wieder doof ist? Ganz, ganz viel, meine Freunde der Sonne. Draußen war's helle, nachts war's dunkel. Er schwang die Axt in den kalten Fels. Und die wissen noch nicht, worauf ich hinaus will, hoffe ich. Na, wahrscheinlich wisst ihr schon. Ich habe ja so ein Minecraft-Fable. Und den muss ich jetzt erstmal wieder ausleben. Muss ich. Wenn ich da jetzt einfach angrabe, dann kriege ich bestimmt Wasser auf den Kopf, ne? Ja. Naja, komme ich hier wenigstens raus. Schon mal ganz toll. So. Die Dörte wieder mal in die Ecke. So, dann kann es da unten sich auslaufen. Und das heißt eigentlich das. Und der kann eigentlich auch noch weg. Dort hier kann ich ja später rausholen. Aber ja, wir haben es schon mal gemacht. Also, das, was ich jetzt vorhabe, wurde schon mal gemacht. Es ist nichts, was noch nicht da gewesen ist. Damals wuchs es auf dem Mist eines Midcrafters. Public Server. Also public im Sinne von, ihr dürft euch verbinden, nicht public im Sinne von, ihr dürft nichts bauen. Es sei denn, ihr besteht eine kleine Aufnahmeprüfung. Prüfung. Oh mein Gott, das P haut aber heute wieder volle Kanne rein. Ja. Ja, so sieht das nämlich aus. Also wenn ihr diese Prüfung besteht, Prüfung, wie sage ich das denn, dass es nicht so plöppt im Mikrofon? Plöppt ist auch ein... Ah, ich muss ein bisschen... Plöpp. Ja, so. Also ich muss so ein bisschen vorbeisprechen. Ja, ihr hört mich immer noch gut, glaube ich. Dann haut's nicht so rein. Auf jeden Fall in diesem Minecraft-Cast damals wurde das gemacht. Und da haben wir alle gelernt, ne? Also ihr könnt es euch angucken, das war Anfang letzten Jahres, glaube ich, wie man hier mit viel Kleinarbeit so ein, ja, hier ist kein Wasser mehr, hier kann ich kein Wasser mehr holen. Kein Wasser mehr da. Geil ist das denn? Hallo? Saufe ich hier, bevor ich Wasser kriege? Hallo? Krass, das Wasser ist wirklich weg. Wie blöd ist das denn? Ich erzeuge immer mehr Strömung. Sollte mir endlich mal einen unendlichen Brunnen hier noch generieren. Ach, ich habe ja da drüben schon einen. Muss ein bisschen länger laufen. Können wir hier gleich nochmal einen machen. Einmal, zweimal. Dann machen wir uns hier einfach nochmal einen kleinen hin. Können wir ja nachher auch wieder zuschütten. Brauchen wir dann auch nicht mehr. Aber ja, kriegen Wasser. Kriegst du unter Wasser echt kein Wasser mehr? Wie scheiße ist das denn? So, das bleibt auch stehen, das bleibt auch stehen. Das heißt, du, mein Freund Brutus, bist der Nächste. So, zweimal haben wir schon. Aber ist es jetzt halt mühevolle Kleinarbeit, das so hinzukriegen. Da seid euch mal gewiss. Na, wir haben es ja schon fast. Wie man gerade gesehen hat.
ist jetzt nicht mehr so viel, was wir machen müssen. Ist hier schon unendlich? Ach ne, wir haben ja alles einzeln gegossen. Ergo kann es kein unendlicher Brunnen sein. Wenn ich das so mache, da einen hinsetze und da einen hinsetze, bleibt es trotzdem eine Strömung. Das ist ein bisschen schade. Naja, fließendes Wasser in Minecraft hat nichts mit Realismus zu tun. Das ist eher so ein Glücksfall. Beziehungsweise viel manuelle Kleinarbeit. Aber ja, es wird langsam, es wird. Vor allem wird es auch dunkel. Und wenn es dunkel wird draußen und des Nachts, sollte man sich zurückziehen in sein Bettchen. Jedenfalls in Minecraft. Upsi. In der realen Welt kann man dann auch nochmal... Kann man dann auch nochmal ein Let's Play aufnehmen. Das ist sowieso die beste Zeit. Nachts. Ich habe noch nicht so ganz raus, welches Werkzeug das günstigste ist, um Melonen zu ernten. Ich habe so das Gefühl, als ob das Werkzeug die Anzahl der Melonenstücke beeinflusst, die man so rauskriegt. Außerdem sind wir ja schon im letzten Teil. Mann, mittendrin. Kann ich es ja nochmal erwähnen. Wir hören von der Gruppe oder dem Künstler Werkstatt. Hören wir das Album Tarsr. Tarsr. Und... Jetzt habe ich auch noch Müll gebaut am Ende. Um Wasser auszugießen, braucht man eine Fläche, an die man es angießen kann. Strömt es noch ein bisschen? Ach, da sind wir auch noch nicht fertig. Haben wir auch noch drei vor uns. Aber das hier war auch nicht so geschickt, weil, schaut, das passiert. Deswegen müssen wir jetzt erstmal das so machen. Genau, weil dann können wir das so machen. Und wenn wir das dann so machen, können wir das so machen. Genau, das wegnehmen. Müssen wir da nur und dann müssen wir da nochmal. Ist schon anstrengend, ne? Also, wenn man hier so mal nicht irgendwie komisch um die Ecke fließendes Wasser haben möchte, muss man da echt schon mal was für tun. Daher anstrengend wie Sau. Und da die Aufnahme ja gleich vorbei ist und ich definitiv nicht mehr in dieser Folge fertig werden kann, könnt ihr ja mal wildlos spekulieren, was es denn werden könnte hier. Also was denn das ist, was ich hier gerade baue. Natürlich, hier strömt es auch wie Sau. Ah, da strömt es mal nicht. Das ist gut. Ah. Ja. Ah, schau mal einer her. Hat der Onkel doch wieder feine gemacht. Ja, toll. Ganz feine. So. Ja, der war auch mit bei den Besten des heutigen Tages. Definitiv in den Top 10. Wobei der hier jetzt eben auch nicht schlecht war. Ich brauche besseres Werkzeug dafür. Weil hier so arbeiten ist echt übel. Ist ja echt unter verschärften Bedingungen hier. Seht ihr? Dann könnt ihr ja mal raten, da wir ja gleich am Ende sind, was es denn werden sollte. Also was dann in den nächsten Folgen passiert, die dann wahrscheinlich
gegen Sonntag oder so erscheinen. Mal gucken, wie lange ich die jetzt mache. Ja, das ist dreckig hier auch noch in der Pfütze. So ein Scheiß. Die dann gegen Sonntag wahrscheinlich erscheinen werden. Was es denn werden wird am Sonntag. Also was ist die Stoßrichtung der Diskussion? Ich hätte es mal vorhin gleich nochmal eins mehr ausheben sollen. Dass ich hier wieder so komische Sachen mache. Ja, toll. Natürlich, natürlich. Also gerade hier über der Klippe hängt und endlich mal ein paar Meter vorankommen will, dann geht's Werkzeug kaputt. Siehst du, das mit dem Werkzeug reparieren haben wir immer noch nicht probiert. Uiuiui. Das geht ja noch einigermaßen. Ich brauche aber die Eisenspitzhacke, glaube ich, für den anderen Move, also für das andere Ding. Muss ja auch noch sein. So. Und da verrecken wir. Nein, ey. Habe ich wieder nicht drauf geachtet, dass ich nichts gegessen habe. So, damit wir nicht sterben. So pragmatisch bin ich unterwegs, damit wir nicht sterben. Oh, hier mal wieder ausschütten den Eimer. Boah, jetzt legt er aber richtig los hier. Ritalin abgesetzt und auf geht's. Holla die Waldfee. Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt hau ich hier alles weg. Habe ich ja hier kaum noch Platz zum Rüberlatschen. Das ist auch nicht gut. Ein bisschen was muss wieder hin. Vielleicht so. Muss ja natürlich aussehen. Hoch. Also, ich finde es auch immer wieder toll. Man hat mal so diesen Anspruch, ne, des natürlich Aussehens des Ganzen. Ist schon hart. Also wenn man sich überlegt, was man da wirklich macht. Man versucht das, was irgendein Schwede programmiert hat, nachzuempfinden. Also das ist ja hier von einer schwedischen Firma und auch einem Schweden selber. Notch ist ja, glaube ich, Schwede, wenn ich das richtig alles im... Ach, mein Gott. Jetzt bleibst du da mal auf dieser blöden Kante stehen. Danke. Ja, nee, Notch ist ja Schwede. Und jetzt, wenn der Minecrafter davon spricht, etwas natürlich aussehen zu lassen, versucht er natürlich, sich dem natürlich in all seiner Natürlichkeit dem anzunähern, was der Levelgenerator so rausgespuckt hätte. Also der Grad der Natürlichkeit besteht hier drin, dem nachzueifern, was ein schwedischer Entwickler unter Natürlichkeit versteht. Ne? Wem das jetzt zu philosophisch war oder zu tiefgründig, dem mache ich auch gerne eine Zeichnung. Bitte dann kommentieren, dann reiche ich die nach in einer der nächsten Folgen. Dann gibt es da auch eine Zeichnung von. Für diejenigen von euch, die ein bisschen länger brauchen. Für die, die kürzer brauchen und jetzt schon mit Lachkrämpfen vor ihrem PC zusammengebrochen sind, die seien beruhigt oder sollten beruhigt sein. Es geht nicht mehr lange. Wir haben es gleich hinter uns. Also ich für meinen Teil und ihr für euren auch. Alles vorbei. So, jetzt verrecke ich wieder fast. Ja, auch schön. Vor allem das Auftauchen fällt einem immer so schwer, wenn man schon fast verreckt ist. Ach, mir reicht's. Ich hol mal die da. Die Eisenspitzhacke. In der Hoffnung, dass die besser funktioniert. Ja, das geht deutlich schneller voran. So, wobei ich mich frage, naja gut, es wäre jetzt, also ich frage mich eigentlich nicht, warum es unter Wasser länger dauert, etwas abzubauen. Das ist eigentlich nicht die Frage, die man sich stellen sollte. Das wissen wir ja alle, ne? Wasserträgheit, allein die Geschwindigkeit zu halten, powert denjenigen so oft aus, dass da eigentlich nichts mehr ankommen kann an Kraft.
wenn denn die Spitzhacke auf das Material, in diesem Fall den Stein, trifft. Warum sie die Animation denn nicht noch verlangsamt haben, weil sie lassen ja auch das Abbauen langsamer geschehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und da haut schon wieder volle Kanne rein. So, nur noch 3 Klötzchen. Dann haben wir es hinter uns. Ha, die Musik haben wir schon hinter uns. Also das war nochmal, um es am Ende auch nochmal zu erwähnen, das war die Gruppe der Künstlerwerkstatt. Das ist Minecraft. Klingt jetzt nicht so unterschiedlich, aber ist eigentlich was ganz anderes. Auch wenn es ziemlich ähnlich klingt. So, ich sorge mal hier wieder für Natürlichkeit. Ach, so herrlich. Es ist so herrlich. Wenn man darüber mal nachdenkt, ist es herrlich. Wenn man darüber nicht nachdenkt, ist es auch noch herrlich. Es soll ja hier nicht im Bildungsprogramm ausarten. Ja, nee, das ist doch hübsch, oder? Genau. Das sind, ja, wunderbar. So, also, was wird es? Das ist die Frage für euch. Die Frage für mich ist eigentlich nur, wie konnte ich heute wieder schlafen, weil ich mich wieder nicht trennen konnte von dem Scheiß hier. Gut, dass ich durch die Tür komme, ist jetzt auch nicht so verwunderlich am Ende. Irgendwas muss ja auch gleich bleiben, wenn man hier so Minecraftet und so. Die Sachen, die unterschiedlich sind, sind halt andere. So. Ja, und der Lehm war hier drin, ne? Ja. Da war der Lehm. Und der Sand, der war hier drin. Genau. Und das Glas ist da drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das Glas können wir hier gleich mal reinpacken, dass, falls wir noch was anderes vorhaben. Den Eimer auch. Ach, dass wir noch mehr Lehm. Der Lehm kommt da rein. Melonen. Über Melonen. So. Kies haben wir auch noch. Wir legen jetzt einfach mal fleißig alles in die Kisten, oder? Haben wir schon so lange nicht mehr gemacht, unsere schönen Kisten hier. Vor allem, wir haben die hier noch gar nicht beschriftet. Ist auch nicht so wichtig. Wir wissen ja, was wo drin ist. Ah, die Kiste hier gefällt mir am besten. Sollte ich vielleicht hier bei allen noch so machen. Hier überall noch was in die Wand einlasse. Und mit der einen Fackel ist halt ein bisschen blöd. Also mit der einen da. Der da. Die muss da ja eigentlich gar nicht hin. Ist es jetzt schlimm für euch, dass wir keine Musik mehr haben? Also wenn ja, sagt das einfach. Ich finde, es geht jetzt auch mal so. Noch 5 Minuten ohne Musik, weil ich werde ja sonst nie fertig hier. Ich immer noch Musik anmachen muss. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das weiß ich selber nicht so genau. So, weil das wollte ich ja eigentlich machen. So. Genau, weil das passt ja schon. Und da wollten wir... Ja, die Katze muss weg. Weil dann müssen wir hier... Das haben wir raus. Das haben wir raus. Oh ja, das wird ein tolles Lager. Und da brauchen wir Cleanstone. Den da jetzt auch zufälligerweise noch dabei. Nee, dabei nicht, aber der liegt ja hier gleich um die Ecke. Und die Ho auch mal kurz beiseite. Für unser Unterfangen hier. So, aber die brauchen wir. So, es sind 12, 18, 18. 18 von den Dingern. Schwert brauchen wir hier drin eigentlich auch nicht. So, das sieht doch gut aus. Genau. Ja, das sieht nicht so gut aus. Da fehlt auch noch ein Ofen, ne? Da müssen wir noch Öfen dazwischen bauen oder irgendwas. Einfach so. Das so gleich zu haben wie auf der anderen Seite. Ja, das sieht gut aus. Oh ja, und hier ist auch wieder okay. So, und hier müssen wir noch mal ein bisschen... Ja, ein bisschen graben. Cleanstone rein. Ja, das ist doch hübsch. Ist doch hübsch. So, die Fackel ist eh sinnlos. Jo, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Sieht das. So, die können wir schon mal rausnehmen, weil da sitzt keine Katze drauf.
Heidenei. Da sind wir hier schon wieder draußen. Schaut euch das an. Unglaublich. So, jetzt habe ich es vergessen. Wie war das Muster? Waren immer Haas, ne? Das heißt, hier ist es clean. Hier ist es auch clean. Und die habe ich natürlich wieder nicht dabei. So, langsam haben wir ja alle Steinsorten parallel dabei. Ja, natürlich. Ja. Sollte es auch anders sein. Miauz, miauz. Ist hier drin ganz schön Radau mit den Katzen. Ja, das ist doch hübsch, oder? Was sagt ihr? Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir es hier für oben auch nochmal machen. Mautz, Mautz. Das heißt, da kommt... Achso, naja, das geht jetzt natürlich wieder nicht. Das geht natürlich wieder nicht. Also schieben wir erstmal die Katze beiseite. Na komm, Kitty, Kitty. Komm mit. Komm. Ja, 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 ja. Nein, nein. Ach, dammit. Dämliche Katze. Ach, dann rennst du da jetzt eben drum. Ja. Das hast du davon. Respawnst du doch eh wieder bei mir. Ha! So. Nee, im Wechsel, ne? Oben haben wir ja Schachbrettmuster. Das heißt, da ist clean und da ist Köppel. Und dann ist da... clean Köppel. Ah. Das Sprachzentrum hat es erfasst, aber irgendwie ist das Kleinhöhen ein bisschen träge hinterher. Und dann heißt das hier Kabel und Clean. So. Da haben wir es doch schon fast. Gut, die sehen jetzt ein bisschen heller aus. Das ist ein bisschen schade, aber eigentlich fällt es kaum auf, oder? Ja, naja, ansonsten müssen wir da oben alles nochmal tauschen, wenn es zu aufdringlich sein sollte. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 12 Kisten. Pro Kiste sind es 8 Holz. Macht 96. Richtig geraten. Das heißt, wir brauchen noch neues Holz. Daraus machen wir Bretter. So. Ist jetzt egal. Ich mache jetzt 32 Kisten. Kisten kann man nie genug haben. Wir müssen sie eh verteilen über die Karte. Deswegen wird man hierher zurückkehren müssen. Aber irgendwann will man auch fertig werden. Und wenn jetzt 20 übrig bleiben, ist es auch nicht mehr so schlimm. So. Na, das sieht doch jetzt schon nach einem stattlichen Lager aus. Vor allem mit dem hier. Das ist toll. Jetzt könnte ich hier drum noch alles absenken um eins. Also da ja noch nicht. Da treten wir ja ein. Aber der Rest hier könnte abgesenkt werden. Dann machen wir das mal noch. Die ganze Zeit ohne Musik. Haltet ihr das aus ohne Musik? Geht das denn wirklich? Ja. Ach so. Dammit, geht das überhaupt? Kann man an die Dinger... die Dinger? Natürlich nicht. Ach, wie schön wäre das gewesen. Ah, dammit. Ich sag sehr oft dammit gerade. Wenn man so oft dammit sagt, sollte man auch auf den Körper hören, wenn er ein... verzweifelt versucht zu warnen, dass es eigentlich vorbei sein sollte. Ist es auch vorbei irgendwann? Eigentlich ist es so. Das ist so okay. Bisschen schade. Aber ich mache die eins tiefer dann. Naja, das machen wir nächstes Mal. Auf jeden Fall ist es Nacht. Dann können wir uns nochmal kurz in die Plauze hauen. Da wir jetzt fertig geschnorchelt haben, wünsche ich euch mit diesem wunderschönen Ausblick auf den See eine schöne gute Nacht, ein schönes Mittagessen, einen schönen Tag.
Viel Spaß weiterhin in der Schule oder wie ihr das auch immer gerade konsumiert, dieses Medium. Bis dahin, bye bye und aus.